Meine lieben Aktienfreunde, es ist wieder soweit. Ich präsentiere euch drei kaufenswerte Aktien im Februar 2024. Mit kaufenswert ist immer so eine Sache. Ich sollte vielleicht sagen, ich stelle euch drei Aktien vor, in die man investieren könnte. Und wir werden dann mal schauen, ob die wirklich kaufenswert sind. Eure Meinung natürlich gefragt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Mein Name kennt ihr wahrscheinlich schon, Thorsten Tiedt. Hier geht es ums langfristige Investieren. Wir suchen nach Qualitätsaktien, weil wir wollen profitieren von langfristig steigenden Kursen und Dividenden. Und an der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufempfehlung. Und dann auf los geht's los. Die erste Aktie ist ein echter Geheimtipp, die heißt PayPal, hast du wahrscheinlich noch nie davon gehört. Der eine oder andere wird es möglicherweise auch überrascht sein, denn auf Anfrage einer großen deutschen Zeitung habe ich mich vor kurzem direkt vor den Quartalszahlen negativ zu PayPal geäußert. Da ging es aber darum, ob man PayPal vor den Quartalszahlen, direkt vor den Quartalszahlen kaufen soll. Ne? Da habe ich geschrieben, ich würde es eher nicht tun. Dennoch kann ich oder sehe ich PayPal durchaus aus langfristig als interessanten Turnaround-Kandidaten und ich will dir auch zeigen, warum. Ich selbst habe ja PayPal verkauft, das war hier im August 2022, als die Aktie mal nochmal kurzfristig über 100 Dollar rausgelugt hat. Mittlerweile ist der Aktienkurs von PayPal ja nochmal deutlich gefallen, liegt der jetzt bei 56 US-Dollar und hier sieht man das Trauerspiel. Mit ich kann nicht so groß drauf eingehen, doch ein bisschen, man müssen wir es mal machen. Moment, jetzt auf den Einjahreschart, dann gucken wir mal hier, dann zoomen wir wieder raus und dann sieht man das Ganze, über 80% Kursverlust vom Allzeithoch. Wir haben einen neuen CEO, der CEO will das Ruder herumreißen. Denn bislang wurde PayPal sehr schlecht gemanagt. Das ist das Problem. Nicht das Geschäftsmodell, das Management ist das Problem. Das habe ich schon damals gesagt. Wir haben hier den neuen CEO und der hat ja hier ein Innovationsfeuerwerk angekündigt, was für den ersten Kurssturz gesorgt hat. Nach den Quartalszahlen dann der zweite Kurssturz. 7 Millionen Views, da habe ich noch ein bisschen dran zu arbeiten mit dem Aktienfinderkanal. Also der Einstand des neuen CEOs war alles andere als glücklich. Von hier Alex Chriss heißt er. Und was wollen die denn jetzt machen? Im Prinzip geht es um drei Sachen. Also sie wollen ihre Kernkompetenz Online-Bezahlung verbessern, indem sie den Checkout schneller machen, indem sie die Kundenbindung erhöhen mit Cashback und indem sie den Händlern bessere Marketing-Tools zu geben, um ihnen ja, bessere Werbemöglichkeiten aufgrund der getätigten Käufe und Verkäufe der jeweiligen Kunden eben entsprechend anzubieten. Im Prinzip, ja, nichts Unvernünftiges, alles sinnvoll, aber wirklich innovativ klang das nicht. Und er hat dann auch immer wieder von KI gesprochen. Ja, wir benutzen jetzt KI, um den Händlern noch bessere Angebote zu machen. Ja, das hätte man alles schon vor Ewigkeiten machen können. Damals hieß es Big Data oder Data Mining. Jetzt heißt halt alles KI. Ist ja auch so ein bisschen ein Trendthema. KI ist gekommen, um zu bleiben, nicht falsch zu verstehen, aber jeder kann jetzt halt sagen, ich mache jetzt KI. Und das scheint mir bei PayPal auch so ein bisschen der Eindruck zu sein. Was bei aber nicht, dass es schlecht wäre, was sie tun. Sie hätten es nur eben schon vor Jahren tun können sollen. Und jetzt haben wir natürlich erstmal meines Erachtens laufende höhere Kosten, ohne direkten Return zu haben. Das heißt, diese ganzen Projekte, die Sie jetzt anstoßen, die sollen noch im Laufe dieses Jahres in den USA ausgerollt werden. Das sind ungefähr 9 Punkte. Und das kostet natürlich jetzt erstmal Geld, da muss man in Vorleistung gehen. Und deshalb hat dann das Management auch gesagt, ja, mit Gewinnwachstum wird dieses Jahr wohl nichts. Und das hat den Markt enttäuscht. Und dann gab es nochmal den Abverkauf nach den Zahlen. Und wenn es aber jetzt gelingen sollte, dass das Management wenigstens seine Kernkompetenzen ausbaut und das Online-Geschäft, beziehungsweise mit den Transaktionen schön Geld verdient, dann könnte es interessant werden für den Turnaround. Und das Potenzial da ist, haben die letzten Quartalszahlen gezeigt, denn die waren ja gar nicht schlecht, ohne ins Detail zu gehen. Die Erwartungen wurden geschlagen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal fundamental an. Zum einen würde ich sagen, wenn wir hier in die Multiples reingehen, dann sehen wir eben diesen gigantischen Abverkauf. Wir haben jetzt noch ein KGV von 11 auf dem bereinigten Gewinn. Der bereinigte Gewinn ist auch genau das,
worauf es hier bei PayPal ankommt. Auch das Management redet von ihm. Da geht es dann um die 15 US-Dollar, nicht um die 3,84 bilanzierten Gewinns. Und ich denke, wir können jetzt gleich hier einsteigen in die Bewertung der Aktie. Dann nehmen wir natürlich selbstverständlich den bereinigten Gewinn, legen hier den fairen Wert erstmal so out of the box drüber. Und dann sehen wir natürlich, dass die Aktie deutlich günstiger zu haben ist und deshalb der faire Wert auch deutlich höher ist als der aktuelle Aktienkurs bei 56 Dollar. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir mal die Analystenschätzungen uns jetzt anschauen, wie das Gewinnwachstum denn sein soll in den nächsten Jahren, nachdem PayPal dann die Investitionen gestemmt hat und der Fokus auf die Kernkompetenzen Früchte trägt, hätten wir ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich prognostiziert von so um die 9%. 9% sind aber weniger als das, was wir früher hatten, wo wir ein Wachstum hatten von um 20% plus. Das heißt, zum einen nehmen wir hier jetzt einen ordentlichen Abschlag vor und da würde ich jetzt auf 15 gehen. 15 wäre ein konservatives KGV unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen dann wieder mittelfristig um die 8-9% wächst. Finde ich konservativ, mache ich jetzt mal. Dann geht der faire Wert natürlich dramatisch nach unten. Und hier hinten diesen Kursrückgang bzw. diesen Gewinnrückgang bitte nicht mehr für bare Münze nehmen. Das schätzt nur noch ein Analyst, kann man also vergessen. Das hier ist der relevante Datenpunkt. Verbinden wir mit dem aktuellen Kurs, dann kriegen wir eine jährliche Renditeerwartung von 18,7% raus. Das wäre jetzt tatsächlich schon auf den heutigen Kurs bezogen relativ interessant, unter der Voraussetzung, dass man daran glaubt, dass dieses hohe einstellige Wachstum funktioniert, weil eben das Management im Prinzip jetzt dann seine Hausaufgaben gemacht hat. Wer noch auf eine Nummer sicher gehen will, der kann ja hier dann auch noch Kauflimits setzen mit niedrigeren Kursen, ist ja auch alles möglich. Oder er wartet einfach noch bis zu den nächsten Quartalszahlen. Aber dann bitte nicht sich beschweren, wenn dann die Aktie bis dahin höher stehen sollte. Momentan ist die Stimmung negativ. Es kann also gut sein, dass die Aktie noch etwas weiter abgibt. So, kommen wir zur Aktie Nummer 2. Auch ein echter Geheimtipp, von dem die wenigsten bisher gehört haben. Das Unternehmen heißt Starbucks. Die Quartalszahlen lagen leicht unter den Schätzungen. Ich sollte vielleicht die Aktie noch hier holen. Aber der Aktienkurs blieb davon ziemlich unbeeindruckt, was schon ein Indiz sein kann, dass die Aktie den Boden erreicht hat. Wir sehen ja hier, dass Starbucks längere Zeit bezüglich der Kursentwicklung nicht mehr wirklich erfolgreich gewesen ist. Die Kurse liegen jetzt ungefähr von da, wo sie im Sommer 2019 lagen. Wir haben also nur noch wenig Rendite über die letzten 5 Jahre erzielt. 4,5 Jahre, über die letzten 5 Jahre war es ein bisschen mehr. Starbucks vorher war eine wahre Erfolgsstory, aber jetzt ist eben ein bisschen Sand im Getriebe. Könnte aber eine Einstiegschance sein, ist nämlich mit einer historisch überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite momentan gesegnet und dynamischem Dividendenwachstum. Die Dividende auf dem heutigen Kurs soll schon 3% übersteigen hier im Spätjahr 2026 und man sieht hier schon rein optisch, dass die Dividende von momentan 2,3% doch eher historisch gesehen hoch als niedrig ausfällt. Sieht man auch, wenn man hier mal zum Beispiel die Korridore hier sich reinlegt, dann sieht man auch, dass die über dem Durchschnitt sind. Und dann, wie gesagt, dynamisches Dividendenwachstum jährlich im Mittel von, auf die letzten 5 Jahre, hat sich jetzt ein bisschen verlangsamt, aber immer noch im hohen einstelligen Bereich, so um die 10-9%. Wenn wir jetzt mal hier in Qualitätscheck gehen, dann sehen wir im Prinzip auch schön, dass wir momentan Gewinn auf dem Allzeithoch haben, der Aktienkurs das aber nicht widerspiegelt. Wir sehen hier auch eine relativ bereinigte Gewinn, macht es noch ein bisschen schöner sichtbar. Wir sehen hier den Corona-Einsturz und hier 2019 hatten wir einen Gewinn pro Aktie von 2,83, mittlerweile haben wir 3,70. Der Aktienkurs hat es nicht nachvollzogen. Dann würde ich mal kurz weitergehen und direkt in den fairen Wert reinspringen, nehmen wir auch den bereinigten Gewinn und legen hier den fairen Wert drüber.
Dann sieht das Ganze so aus. Zoomen wir mal rein. Hier haben wir wieder den Corona-Einbruch. Da funktioniert das natürlich dann nicht mit dem bereinigten Gewinn. Haben wir hier auch als Outlier identifiziert, weil das KGV bei knapp 70 war, nicht repräsentativ. Momentan haben wir ein KGV von 26 und im jährlichen Mittel waren es 29. Und jetzt ist es wieder interessant, wenn wir uns die Wachstumsraten anschauen, dann sehen wir hier keine Abschwächung im Vergleich zu den letzten Jahren ab 2017, eigentlich auch überhaupt nicht, keine Abschwächung. Und dennoch ist die Aktie jetzt momentan relativ günstig zu haben. Mit anderen Worten, Starbucks ist historisch bzw. fundamental gesehen durchaus interessant, jährliche Renditeerwartung auf die nächsten Jahre von 22%. Auch hier natürlich kann man, wenn man möchte, noch ein Kauflimit setzen, auch noch ein bisschen beobachten oder entsprechend einfach eine erste Tranche aufbauen. Dann ist noch eine dritte Aktie und im Vergleich zu den ersten beiden Aktien kennt die jetzt aber wirklich jeder und das wäre Soso. Soso aus Japan ist im Prinzip so ein bisschen wie Zalando aus Deutschland, mit dem Unterschied, dass sie profitabel sind. Die haben jetzt deutlich höhere Margen, sind da mit Abstand der Marktführer und die haben auch langfristig, wir haben jetzt hier 15 Jahre eingemeldet, keine so ganz schlechte Rendite hingelegt mit über 4000%. Also sind mehr als viermal ein Tenbagger drin gewesen. Aber so ähnlich wie bei Starbucks haben wir hier in diesem Fall sogar seit 2017 einen extrem volatilen Seitwärtsverlauf. Wir haben auch hier eine Dividendenaktie vor uns, aktuelle Dividendenrendite 2,7% und auch hier schönes dynamisches Dividendenwachstum. Sogar hier deutlich höher als bei Starbucks, um die 30%, sodass man hier schon 3,6% hätte Mitte 2027 an persönlicher Dividendenrendite. Wenn wir in die Segmente reingehen, sind wir noch mal ein bisschen genauer vielleicht, was die machen. Ich habe hier auch mal den Online-Shop von denen reingenommen. Stellt euch auch so ein bisschen vor wie Amazon, den Online-Handel, nur eben für Klamotten. Da wird Eigenware gehandelt, wo dann der Umsatz gleich dem Produktpreis entspricht, was quasi bestellt wurde. Das meiste sind aber Dritthändler, die bezahlen dann auch beispielsweise über Werbung und teilweise übernimmt Soso auch ein bisschen IT für die Händler, baut in ihre Webshops etc. Und das spiegelt sich alles in diesen Segmenten hier wieder. Und wie man sehen kann, läuft das Geschäft ganz gut, beziehungsweise die Umsätze, die wachsen schön. Wenn wir in Qualitätscheck reingehen, sehen wir das Ganze ja auch recht eindrucksvoll, wie ich finde. Wir haben ja auch eine ganz starke Bilanz hier, wie das Unternehmen ist faktisch schuldenfrei und relativ selten für Japan. Wir haben hier eigene Aktien drin, die zurückgekauft wurden und dann hier offensichtlich auch wieder mal eingezogen. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir auch, dass die Anzahl Aktien von 330 Millionen 2009, die jetzt reduziert auf unter 300 Millionen, also gut, oder um die 10% der eigenen Aktien haben sie zurückgekauft, können sich das leisten, haben ja einen relativ schönen Cashflow. Und insofern gehen wir jetzt mal hier in die Multiples rein. Und dann sehen wir, dass Soso hier relativ günstig bewertet ist jetzt das Unternehmen, nachdem sie mal relativ lang teuer waren mit einem über 30er KGV. Dann gab es hier mal wirklich einen Ausbruch nach oben von über 80. Hier haben wir den Corona-Crash und jetzt langfristig gesehen mit einem KGV von so um die 24 relativ günstig bewertet. Und dann gehen wir mal hier rein und nehmen hier auch, ist fast egal, was man nimmt, man kann auch den bilanzierten Gewinn nehmen in diesem Fall. Und dann holen wir uns mal den fairen Wert. Dann sieht erstmal so aus. Dann sieht man auch die krasse Überbewertung hier. Unterbewertung während des Corona-Crashs. Und da gucken wir jetzt auch mal die Wachstumsraten an. Und die liegen im hohen einstelligen Bereich. Und das ist aber deutlich weniger, als es in der Vergangenheit war. Das heißt, ich würde hier nach unten korrigieren. Auf dem KGV, wenn wir hier ein Wachstum haben im hohen einstelligen Bereich, das heißt so zwischen 7% und 8%, würde ich hier runtergehen auf, sagen wir mal, das ist jetzt natürlich so ein bisschen Guesswork, auf 20%.
aber nicht beim Bilanzierten natürlich auch. Hier gehe ich auf 20 runter und jetzt gibt es erstmal hier große Ernüchterung, denn da ist dann nicht viel Renditeerwartung drin hier. Da wäre dann aufs Jahr 3% Renditeerwartung nur, käme alles durch die Dividende zustande, keine Kursgewinne. Deshalb wäre das hier ein Fall für ein Kauflimit. Und ich würde hier ein Kauflimit setzen, irgendwo mal anfangen bei um die 3000 japanischen Yen. Da hätte ich mir hier eine Kurserwartung von 8,2%. Also dieses 20er KGV ist extrem, muss ich auch dazu sagen, finde ich jedenfalls, extrem konservativ, weil dieses Unternehmen kein außerordentliches Risiko hat. Das wäre jetzt also eher sowas, wo ich sagen würde, setzt mal ein Kauflimit, weil vor kurzem war die Aktie schon mal so günstig, habe ich leider verpasst, dann hier in das Format aufzunehmen. Schaut mal, ob es da wieder einen Rücksetzer gibt. Und dann könnte man hierbei so zuschlagen. Die Dividendenrendite wäre dann entsprechend ja auch noch höher bei 3% plus. Die war ja da hier vor kurzem schon bei 3%. Also hier wäre dann eher was für Kauflimit. Und dann mal schauen. Ich habe, glaube ich, auch selbst da ein Kauflimit. Nein, noch nicht gesetzt. Ich werde es aber jetzt tun bei 3000 japanischen Yen. So. Gut, das waren alle drei Aktien, die zwei Geheimtipps, PayPal und Starbucks, die so gut wie niemand kennt. Und dann so noch obendrauf. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.